Also hier ist der Deal. Etwas wird passieren, das alles, was wir je über Raum und Zeit gewusst haben, beeinflussen kann. Du hast doch sicher schon von schwarzen Löchern gehört, oder? Von diesem Dichter-als-Leben-Phänomen, das normalerweise im Zentrum von Galaxien existiert. Zwei davon, die 9 Milliarden Lichtjahre von der Erde entfernt sind, sollen ineinander kollabieren. Und meine Güte, ich möchte wirklich nicht in der Nähe sein, um das zu sehen. Lassen wir eines klarstellen. Schwarze Löcher sind die mächtigsten Dinge im gesamten Universum, soweit wir wissen. Wenn sie beschließen würden, auf Rache der Sith zu machen, wären wir verloren. Ein schwarzes Loch war einst ein massiver Stern, der als Supernova endete, was bedeutet, dass der Stern in sich selbst kollabierte und die gewaltige Größe der Explosion an seiner Stelle ein schwarzes Loch entstehen ließ. Übrigens ziehen schwarze Löcher Dinge nicht wie ein Staubsauger in sich hinein. Das ist nur ein weit verbreiteter Mythos. Angenommen, wir würden unsere Sonne durch ein schwarzes Loch im Zentrum des Sonnensystems ersetzen. Es würde sich nicht viel ändern. Außer vielleicht, dass wir alle frieren würden. Aber schwarze Löcher können etwas viel Schlimmeres als nur Dinge einsaugen. Sie können das Universum selbst löschen. Wenn ein schwarzes Loch einem normalen Zeitablauf folgen würde, ginge es von seiner Entstehung bis zum vollständigen Verschwinden. Doch dieser Prozess ist sehr, sehr langsam. Ich spreche von Milliarden und Abermilliarden von Jahren, bevor ein schwarzes Loch seine gesamte Masse verliert. Das passiert, weil sie ständig Masse verlieren. Jede einzelne Sekunde. Schwarze Löcher strahlen ihre Masse ab, ähnlich wie ein kochender Teekessel sein Wasser als Dampf verliert. Doch Dinge laufen selten wie geplant. Sowohl in unserem Leben als auch, wie es scheint, im Universum selbst. Es wäre daher nicht allzu überraschend zu erfahren, dass zwei schwarze Löcher auf Kollisionskurs sind. Genau das haben Wissenschaftler kürzlich herausgefunden. Und sagen wir einfach, dass dies einer der Gründe ist, warum die wissenschaftliche Gemeinschaft gerade ein wenig aus dem Häuschen ist. Die erste Frage, die einem in den Sinn kommt, lautet: Was bedeutet das für uns Menschen? Totale Vernichtung. Jetzt mal ohne Drama. Im besten Fall erwartet uns ein Erlebnis wie in Interstellar. Ich bin dabei, bitte. Lassen Sie uns ein wenig zurückspulen, um zu verstehen, wie das passiert ist. Vor 45 Jahren begann eine Gruppe von Wissenschaftlern, ein seltsames Verhalten von einer weit, weit entfernten Galaxie zu bemerken. Die Galaxie befindet sich 9 Milliarden Lichtjahre entfernt und ihr wissenschaftlicher Name ist ziemlich kompliziert. SDSS, 1430 plus 2303. Aber nennen wir sie einfach die super weit entfernte Galaxie. Sie fragen sich vielleicht, wie konnten Wissenschaftler dieses schwarze Loch aus so weiter Entfernung beobachten, wenn es kein Licht aussendet? Gute Frage. Das liegt daran, dass schwarze Löcher Gasscheiben um sich sammeln und einen Teil dieses Materials in den Weltraum abgeben. Diese Jets können aus Millionen Lichtjahren Entfernung nachgewiesen werden. Nun, wenn diese heißen Gasstrahlen ins Weltall gerichtet sind, dann geben Wissenschaftler diesen schwarzen Löchern einen speziellen Namen: Blazare. Ein bestimmter Blazar hat kürzlich weltweit Aufmerksamkeit erregt. Der PKS 2131-21. Ein langer Name, aber nennen wir ihn einfach Andy. Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Wissenschaftler am Caltech und Sie beobachten mit Ihrem Radioteleskop einen Blazar. Dabei bemerken Sie sein merkwürdiges Verhalten. Seine Helligkeit geht an und aus wie das Ticken einer Uhr. Zunächst verstehen Sie nicht, was dort in einer entfernten Ecke der Galaxie passiert. Aber dann wird Ihnen klar, dass es ein weiteres schwarzes Loch geben muss, das das erste umkreist. Mit anderen Worten, Wissenschaftler haben entdecken können, dass Andy von einem weiteren Blazar umkreist wird. Gomea. Und die Regelmäßigkeit ihres Funkelns kann nur bedeuten, dass sie kurz vor einem totalen Kollaps stehen.
Es wird noch schlimmer. Jeder der beiden Blazare wird auf ein paar hundert Millionen Mal die Masse unserer Sonne geschätzt. Haben Sie unsere Sonne gesehen? Sie ist riesig. Sie ist bereits 333.000 Mal schwerer als unsere Erde. Das bedeutet, dass wir etwas gegenüberstehen, das völlig außerhalb unserer Liga ist. Das ist nicht das erste Mal, dass Wissenschaftler so etwas festgestellt haben. Im September 2015 hat das LIGO-Observatorium eine Kollision von zwei schwarzen Löchern registriert. Jedes von ihnen hatte die Masse von etwa 30 Sonnen. Und beim Zusammenstoß wurden massenäquivalent drei Sonnenmassen freigesetzt. Und raten Sie mal? Diese Gravitationswelle durchquerte die Erde mit Lichtgeschwindigkeit. Aber es hatte wirklich keine Auswirkungen auf uns. Vielleicht haben sie geschlafen und etwas Seltsames in der Luft gespürt, doch bedeutend war es nicht für uns als Spezies oder für unseren Planeten. Aber das liegt daran, dass die Explosion schwach war. Die Sache ist, dass die erwartete Kollision zwischen Andy und Gomer beispiellose Gravitationswellen durch die Galaxien senden wird. Und sie werden das Sonnensystem erreichen. Aber was kann diese Schockwelle eigentlich bewirken? Es könnte verhindern, dass unsere Sonne für ein paar Minuten Gas freisetzt, was bedeutet, dass sie aufhören würde, das Sonnensystem zu erwärmen. Stellen wir uns also vor, du genießt deinen Sommertag und plötzlich friert die Atmosphäre für ein paar Sekunden ein. Klingt nicht gerade angenehm, oder? Aber das ist tatsächlich eine bessere Möglichkeit als die nächste. In einem der schlimmsten Szenarien könnte die Explosion durch die Kollision zwischen Andy- und Gomer-Bindungen zwischen Atomen brechen und alles in nichts auflösen. Du, ich, deine Katze. Wir würden alle zu winzigen Partikeln werden, die im Vakuum des Weltraums schweben. Das mag beängstigend klingen, aber Wissenschaftler sagen, dass ein Atom zu 99% aus leerem Raum besteht. Das bedeutet, dass jeder auf dieser Erde, alle 8 Milliarden von uns und alles, was existiert, Pflanzen, Objekte, Tiere, zu 99% aus leerem Raum bestehen. Vielleicht würden Andy und Gomer also nur all unsere Atome trennen und uns in eine nicht feste Form überführen. Dann wieder könnte die Explosion das Gefüge von Raum und Zeit, wie wir es kennen, durcheinander bringen. Du erinnerst dich an Albert Einstein, oder? Verrückte Haare? Er ist der Name hinter der Relativitätstheorie. Einstein entdeckte, dass Zeit relativ ist. Sie hängt immer vom Beobachter ab. Das würde bedeuten, dass Zeit im gesamten Kosmos nicht gleich ist. Aber warum? Nun, weil Einsteins Relativitätstheorie auch eine Theorie der Schwerkraft ist. Einstein entdeckte, dass Gravitation der Effekt ist, den Objekte auf das Gefüge der Raumzeit haben. Jedes Objekt mit Masse, einschließlich mir, dir, deiner Katze und unserem Planeten, erzeugt eine Verzerrung oder eine Krümmung im Gefüge der Raumzeit, die dazu führt, dass es sich biegt. Je größer die Masse, desto größer die Gravitationskraft und desto größer die Verzerrung im Gefüge. Es mag kompliziert klingen, aber hey, das ist es, was unterschiedliche Wahrnehmungen von Raum und Zeit im gesamten Kosmos schafft. Deshalb altert man auf der Erde und auf dem Jupiter unterschiedlich. Deshalb vergeht die Zeit für Astronauten auf Langzeitmissionen und für Menschen, die auf der Erde bleiben, völlig anders. Und deshalb könnte eine Kollision zweier Megablazare unsere Wahrnehmung von Raum und Zeit durcheinander bringen. Aufgrund der enormen Kraft ihrer gravitativen Schockwellen. Verstanden. Nicht zu vergessen, dass schwarze Löcher bereits eine enorme Verzerrung im Gefüge der Raumzeit darstellen. Du erinnerst dich an die Szene in Interstellar, richtig? Dort biegt die Hauptfigur die Raumzeitkontinuum durch ein schwarzes Loch. Aber versuch das nicht zu Hause. Soweit wir wissen, hat niemand, der sich entscheidet, in ein schwarzes Loch einzudringen, eine Garantie, wieder nach Hause zu kommen. Wissenschaftler sagen, dass diese Blazar-Explosion in etwa 10.000 Jahren stattfinden wird. Aber warte mal. Wenn dieser Blazar 9 Milliarden Lichtjahre von der Erde entfernt ist, bedeutet das, dass diese beiden schwarzen Löcher
bereits kollidiert sein müssten, lange bevor unser Sonnensystem und unser Heimatplanet entstanden sind. Sehen Sie, das Sonnensystem wurde erst vor etwa 4 Milliarden Jahren geboren. Und da es 9 Milliarden Lichtjahre dauert, bis das von den Blazaren ausgesendete Licht uns erreicht, bedeutet das, dass der Zusammenbruch der beiden Blazare bereits stattgefunden hat und dass er die Erde in 10.000 Jahren erreichen wird. Das bedeutet, dass die Schockwellen sich bereits in diesem Moment ihren Weg durch die Galaxien bahnen. Aber dennoch, es ist etwas, das nicht einmal deine Ur-Ur-Ur-Ur-Urenkel erleben werden.